Was geht ab, Leute? Ich darf euch begrüßen zu den heutigen Daily News. Heute gibt es mal wieder 5 Themen. Da legen wir los mit Battlefield 4, machen dann weiter mit GTA Online. Dann gibt es was Kurzes zu Amazon und ihrem Weihnachtsgeschäft. Dann gibt es was zu Planet Side 2, zur PS4-Fassung und zum Abschluss was zu Samurai Warriors 4. Das sind die 5 Themen und ich würde sagen, Intro ab! Kommen wir schon zu Thema Nummer 1 und zwar zu Battlefield 4. Battlefield 4 wird jetzt in China offiziell verboten, weil das Spiel angeblich die nationale Sicherheit gefährdet. Auslöser des Ganzen war die Erweiterung China Rising, in der der Kampf der US-Armee gegen eine chinesische Befreiungsarmee im Mittelpunkt steht. Schon im Vorfeld wurde von Seiten China kritisiert, dass das Ganze dem Image Chinas schaden würde und das Ganze eine neue Art von kultureller Invasion sei. Das Wort Sandi 4, was die Abkürzung ist für Battlefield 4 in der chinesischen Sprache, wurde jetzt ebenso von allen chinesischen Social Media Plattformen verbannt und wird da auch zensiert und jetzt nutzen die Spieler halt einfach nur noch die englische Abkürzung BF4. Wie findet jetzt ihr das Eingreifen vom chinesischen Staat in diesem Fall, überzogen oder gerechtfertigt? Thema Nummer 2, GTA Online. Wie ihr ja wisst, wurde vor einigen Wochen ein Update veröffentlicht, in dem es jetzt möglich war, dass man bei GTA Online selbst erstellte Jobs erstellt in Sachen Rennen und Deathmatches. Dabei wurden bereits über 1 Million Jobs erstellt und die besten 10 davon sind jetzt von Rockstar als Rockstar Verified Jobs ausgezeichnet worden. Dabei sind 6 Rennen und 4 Deathmatches, die genauen Titel der Jobs könnt ihr unten in der Beschreibung finden. Kennt ihr jetzt persönlich welche der Maps und habt die schon angezockt oder erstellt ihr vielleicht sogar selbst welche, dann könnt ihr mal unten über eure Kreationen ein wenig diskutieren. Amazon hat jetzt offiziell Statistiken zum Weihnachtsgeschäft und zum Cyber Monday veröffentlicht und zu Hochzeiten gingen bis zu 426 bestellte Stück pro Sekunde im Onlineshop ein. Mehr als die Hälfte der Bestellungen ging dabei von mobilen Endgeräten aus. Die Nachfrage nach PS4 und Xbox One war teilweise so hoch, dass mehr als 1000 Stück pro Minute bestellt wurden. Die am meisten nachgefragten Spiele waren auf Platz 1 COD Ghost für die Xbox 360, auf Platz 2 Just Dance 2014 für die Wii und auf Platz 3 GTA 5 für die Xbox 360. Ja, hier Amazon, ich muss kurz andere Leitung, hier bin ich auch noch. Was wollen Sie? Just Dance 2014? Ernsthaft? Habt jetzt ihr persönlich auch über Weihnachten bei Amazon zugeschlagen? Seid ihr mit eurer Lieferung zufrieden? Seid ihr mit den Produkten zufrieden? Oder was ging da so alles ab, was ihr so auf Amazon so getrieben habt in dieser Zeit? Mich würde es interessieren. Wie immer, schreibt es unten in die Kommentare. Kommen wir zu Thema Nummer 4, und zwar zu Planet Side 2. Laut offiziellen Aussagen soll das Spiel auf der PS4 genauso aussehen wie auf einem High-End-Gaming-PC. Dabei soll Planet Side 2 fantastisch aussehen und die Spieler mit grafischen Details beeindrucken. Bis auf das Interface ist dabei die Konsolenfassung exakt genauso wie die PC-Version und ich würde sagen, lasst uns mal überraschen, ob das Spiel am Ende wirklich so gut aussieht, wie sie behaupten. Kommen wir zum letzten Thema und zwar zu Samurai Warriors 4. In 4 kurzen Gameplay-Trailern wurden jetzt 4 Charaktere vorgestellt. Release ist am 20. März 2014 für die PS Vita und die PS3 nur in Japan. Einen westlichen Release gibt es bis dato noch nicht. Es wird über 50 spielbare Charaktere geben und dabei 2 Stories, die mit 2 Charakteren spielen, die Hauptstory aber mit Yukimura Sanda. Während der Kämpfe kann man zwischen 2 Kämpfern hin und her wechseln, dann ist das Ganze nicht so statisch und monoton. Würde mich mal interessieren, ob ihr jetzt auch Spiele, die eben nur in Japan rauskommen, gar nicht bei uns halt importiert und zockt, oder ob euch die wie gesagt einfach nur kalt lassen. Yo, das waren auch schon wieder die Themen für die heutigen Daily News. Die Themen haben wir ruckzuck durchgeballert. Falls ihr ein paar andere Videos sehen wollt, findet ihr hier unten die Daily News von gestern. Falls ihr die verpasst haben solltet und hier unten weise ich nochmal auf mein T-Shirt und Design Contest hin, wo ihr was gewinnen könnt. Ich habe schon die ersten Einsendungen bekommen, die schauen richtig geil aus und ich hoffe mal, da kommt noch einiges mit. Bin schon wahnsinnig begeistert bisher und ich glaube mal bis zum 10.01. kommt noch einiges mit. Das wäre es schon wieder. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit, fürs Zuschauen und Zuhören und wir sehen uns bei der nächsten Ausgabe der Daily News wieder oder bei einem anderen Format. Ich bin bis dahin raus und sage nur noch viel Zeit, ciao und Servus.